Schönen guten Abend, liebe Zuschauer, ich grüße Sie. Hier ist Groß-Reinemachen angesagt für den großen Tag übermorgen. Nämlich soll im Freibad im Wuppertal-Vohwinkel endlich wieder das Badeleben toben. Rechtzeitig zum ersten heißen Wochenende der Saison. Sehen wir gleich auch noch im Wetter, dass das Freibad in Vohwinkel überhaupt wieder öffnet. Das ist fast schon eine Sensation. Und das ging auch nur mit Hilfe vieler Freiwilliger. Es ist nämlich erst ein paar Wochen her, da sah es so aus, als ob auch dieses Bad schließen muss. Frischzellenkur für die Badeliegen. Hannelore Strack und Stefan Streng putzen, was das Zeug hält. Insgesamt 30 Liegen müssen sie heute noch auf Vordermann bringen. Am Samstag sollen sie schließlich die ersten Badegäste darauf tummeln. Die Vorfreude ist riesig. Muss ich ehrlich sagen, weil ich kämpfe schon seit 23 Jahren für das Freibad Vohwinkel. Und deswegen liegt Ihnen das wirklich sehr am Herzen? Ja, deswegen liegt mir im Herzen. Habe ich mir auch damals so gemacht, dass ich dann halt eben im Winterbereich zur Schaustellerei gehe und da meine Arbeiten mache und dafür im Sommer dann immer dafür da bin, dass hier Freibad Vohwinkel weiterhin läuft. Vor 6 Wochen hätte niemand darauf gewettet, dass das Freibad Vohwinkel überhaupt wieder öffnet. Denn der Verein, der das ehemals städtische Bad betreibt, stand vor einem Riesenproblem. 80.000 Euro sollte die Reparatur der Filteranlage kosten. Das wäre das Ende gewesen. Doch die Ehrenamtler packten an und übernahmen einen Großteil der Arbeiten selbst. Das waren 3-4 Tage, die also jüngeren Kollegen hier gearbeitet haben. Und wirklich also mit hohem Einsatz. Fast alle Wuppertaler Freibäder werden inzwischen von ehrenamtlichen Helfern und Vereinen betrieben. Die tun, was sie können und sind stolz auch auf kleine Erfolge. So wie hier am Freibad Eckbusch. Frank Mühloff zeigt uns die neuen Sanitäranlagen, die rechtzeitig zur Saison fertig sind.